Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 2. August 2018. Der Populismus-Disput, so nennen wir heute unsere Episode, gefährden populistische Demagogen die Demokratie oder geht es einem linken Establishment vor allem um den eigenen Machterhalt? Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion in einer illustren Runde in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Begrüße ich den langjährigen ÖVP-Politiker Andreas Kohl. Guten Tag. Guten Morgen. Andreas Kohl war Nationalratspräsident in der Zeit der ersten schwarz-blauen Koalition und zuletzt Kandidat der ÖVP bei der Bundespräsidentenwahl. Ich freue mich, dass Falter-Chefreporterin Nina Horacek hier ist. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Co-Autorin eines Bestsellers zum Populismus mit dem Titel Populismus für Anfänger, und Co-Autor dieses Buches ist auch Walter Oetsch. Er ist ebenfalls hier. Guten Tag. Guten Morgen. Professor Oetsch lehrt an der Cusanus-Universität in Deutschland und er ist Kommunikationsexperte. Jetzt dieser Aufstieg populistischer Parteien, dies sind das Phänomen, das politische Phänomen unserer Zeit. Sie kommen zumeist, aber nicht nur, von der nationalistischen Rechten. Jetzt diese Parteien, die Lega in Italien, die Freiheitlichen in Österreich, die Tea Party in Amerika, das gibt es ja schon länger. Herr Professor Oetsch, jetzt sind diese Rechtspopulisten in verschiedenen Ländern in der Regierung, an der Macht. Was unterscheidet solche Regierungen von anderen traditionellen konservativen Regierungen? Ich denke, entscheidende Frage ist, ob wir eine qualitative Differenz machen. Das heißt, wenn wir über Populismus, wenn wir über Rechtspopulismus machen, gibt es einen markanten Unterschied. Das heißt, der eine Pol ist zu sagen, es gibt keinen Unterschied. Dann würde man sagen, Populismus ist eine bestimmte Politikform, zum Beispiel, dass die Leute halt ein bisschen schriller auftreten, dass sie Inszenierungen machen und so weiter. Der andere Pol ist, Populismus oder Rechtspopulismus ideologisch zu interpretieren. Das ist zum Beispiel der Standpunkt von Jan-Werner Müller. Was ist Populismus? Und wir haben in unserem Buch diesen Standpunkt bezogen. Das heißt, es wird ideologisch interpretiert und wir haben noch eine Ebene darunter gelegt. Das ist eine erkenntnistheoretische Ebene, nämlich die Vorstellung, wie Sprache wirkt, wie Denken, wie Kognitionen passieren. Und die Grundidee ist, Denken und Sprache basiert auf Bildern. Und wir nennen das jetzt auch dann gar nicht mehr Populismus, sondern Demagogie. Und wir sagen, diese Leute, und das weisen wir an 15 Personen an den Texten nach, wir weisen das nach, es ist nicht unsere Erfindung, diese Leute besitzen in ihrem Denken ein Bild einer gespaltenen Gesellschaft. Es gibt das Wir, die guten, braven, aufrechten, und dann gibt es die anderen. Es ist ein gespaltenes Bild. Und dieses Bild, das ist unser Anspruch, tritt mit einer hohen Erklärungskraft auf. Und die sind aber jetzt in der Regierung, diese die Leute. Sind in der Regierung. Wie ändert das die Regierungsweise? Das ändert den Diskurs. Und diese Vorstellung habe ich schon seit gut 20 Jahren, auch in meinem ersten Buch. Jetzt haben wir natürlich besondere Umstände, dass diese Leute viel mehr Beachtung finden, dass wir ein völlig anderes wirtschaftliches und politisches Umfeld haben. Stichwort Hintergrund ist die nicht aufgearbeitete Finanzkrise 2008 folgende und so weiter. Und jetzt kommen Leute, die zum Beispiel in Österreich viel weniger begabt sind als wie Haider. Haider war ja ein großes politisches Talent. Das kann ich am heutigen Führungspersonal der FPÖ nicht ausmachen. Toter Indianer ist immer guter Indianer. Das habe ich immer schon, das habe ich auch in Haiderleit, steht das auch drinnen, meine Art von Bewunderung. Ich habe ihn wirklich als ein Talent eingeschätzt. Aber diese Denkweise, das ist das Problem. Dieses Wir gegen Sie. Also und das gefährdet, das kann letztlich Demokratie gefährden. Andreas Kohl, ist diese ideologische Herangehensweise nicht sehr erhellend, weil es zeigt, was sich bewegt, mehr als eine rein formale, wo man sagt, da ist jemand jetzt im Verfassungsbogen oder nicht? Also ich bin Verfassungsrechtler und politischer Praktiker. Für mich ist diese ganze ideologische Betrachtungsweise eben Ideologie und nicht Wissenschaft, sondern da werden Geschichten erzählt mit einem vorgefassten Verständnis von Moral,
politischer Moral mit einem vorgefassten Verständnis, was gut und was schlecht ist und vor allem mit einer totalen Abwertung der Demokratie als Herrschaft des Volkes durch das Volk und für das Volk. Aber es gibt immer mehrere Völker, oder? Natürlich. Das ist ja ein Zitat, wie Sie wissen. Ich halte da eigentlich mit Ralf Dahrendorf, der bereits im Jahr 2006 gesagt hat, Populismus ist eine beliebige Bezeichnung für Politiker, die anderer Meinung sind als man selbst. Das heißt also, ich habe da auch meine Untersuchungen angestellt, die genauso wenig wissenschaftlich sind wie die anderen auch. Das heißt, mit einem strengen Wissenschaftsbegriff gemessen. Für mich ist der Populismus der Erklärungsversuch der Linken, die ihre, der Linken, des ganzen linken Spektrums, die ihre endemisch auftretenden Wahlniederlagen nicht mehr verstehen. Das ist ein Erklärungsversuch dafür, warum Gerechtigkeit und Gleichheit vor Freiheit und ähnliche Dinge, Hochsteuerstaat, Bürokratie, Sozialunion, warum alle diese Konstrukte, die die Linke hochhält, warum die nicht gewählt werden. Also es ist ein Erklärungsversuch dafür, dass man die Macht verloren hat. Ist das nicht eine Verharmlosung dessen, was sich zurzeit abspielt in Europa und in der Welt? Wenn wir jetzt schauen, ich weiß nicht, in Amerika oder in Europa, Salvini, der eigentlich einen, so spricht wie ein Faschist, muss man sagen, und der ist die treibende Kraft in der italienischen Regierung. Also mit dem Faschismusvorwurf bin ich vorsichtig. Ich glaube, dass es gibt allerdings im Economist, im letzten Economist, eine Analyse, dass er Sprache verwendet, die auch Mussolini verwendet hat, aber das macht ihn noch nicht zum Faschisten. Ich glaube, dass man zum Beispiel, dass man diese ganze Weltverunsicherung, kann man nicht so einfach auf Populismus zurückführen, sondern die Dinge, der Wettbewerb der Demokratie mit totalitären Regierungssystemen, wer ist erfolgreicher, China oder Indien, ähnliche Dinge, das sind die ganz großen Fragen heute. Und der Populismus als Erklärungsversuch für Wahlniederlagen greift einfach zu dünn. Ich weiß, ich spreche aus Erfahrung, ich wurde als Präsidentschaftskandidat ja mit 11% wirklich niedergeschlagen, niedergemacht. Und mein sozialdemokratischer Kollege ja auch. Aber nicht von Populisten, sondern weil, und das ist ein Erklärungsversuch, den ich glaube, man auch für Italien zum Beispiel akzeptieren muss, dass die Menschen genug haben von streitenden Koalitionsparteien, die nichts weiterbringen, einen Reformstau zulassen und vor allem das eine und wichtigste Thema, das in ganz Europa, in allen Demokratien, in allen Meinungsforschungen das wichtigste Thema ist, nicht zufriedenstellend lösen. Und das ist die Migration. Und das ist die, abgestraft werden alle Parteien nicht von Populisten, sondern von den Wählern, die sagen, ihr nehmt mich nicht ernst. Ist das ein Argument, wo Sie sagen, da müssen wir ein bisschen nachdenken in der Art und Weise, wie wir Populismus ins Zentrum unserer Analyse stellen, zu sagen, das ist ein Erklärversuch, sozialdemokratische Niederlagen schön zu reden? Nina Horath? Nee, ich bin ja Politologin und keine Juristin und sehe die Politikwissenschaft natürlich auch als Wissenschaft, weil ich sie studiert habe. Und würde mal erstens sagen, Wahlniederlagen haben nie eine einzige Erklärung. Das greift zu kurz. Wahlniederlagen haben immer verschiedene Facetten. Jetzt zu sagen, die Populismusdebatte ist deswegen, weil die Sozialdemokratie oder linke Parteien verloren haben, das finde ich eine interessante Weiterentwicklung der Neiddebatte, die wir jetzt dauernd führen, halte ich auch für äußerst kurz gegriffen. Es stimmt, dass Migration ein großes Thema ist. Das ist aber ein großes Thema jetzt nicht unbedingt, wenn wir uns die letzten Zahlen anschauen. Migration ist zumindest in Österreich, geht zurück, wird weniger. Das sieht man ganz klar auch an den Zahlen. Es ist aber ein Riesenthema, weil genau diese Parteien so gut wie nur ein Thema haben, das sie öffentlich trommeln. Und wenn ich dauernd überall höre, wie vom Kanzler abwärts alle nur vor den Flüchtlingen und den
Migranten, wo wir nicht mal mehr differenzieren in Flüchtlinge oder Migranten. Wir haben ja jetzt eine Fluchtdebatte gedreht in eine Migrationsdebatte im Sinne von, da kommen jetzt die Bösen von draußen und wollen uns alles wegnehmen, dass da die Angst ist und dass man dann sich denkt, als Wählerin, als Wähler, das ist so gefährlich, jetzt muss ich zu meinem Messias gehen, zu meinem Retter und wähle den, weil der schützt mich, dann wundert mich das nicht. Es ist halt eine Debatte und das ist aber auch ein Zeichen von vom Populismus, dass man sagen, auf sehr einfache Themen setzt und immer wieder die gleichen Feindbilder reproduziert. Diese Art, die Migrationsfrage und die Flüchtlingsfrage ins Zentrum zu stellen, führt ja auch zu einer Diskussion in Ihrer Partei, in Ihrer Parteienfamilie. Christian Konrad, der frühere General der Raiffeisen, des Raiffeisenverbunds, sagt, die ÖVP ist unter Kurz eigentlich keine christlich-soziale Partei mehr, weil sie abgewichen ist vom Weg der Humanität in der Flüchtlingsfrage. Eine total harte Aussage. Ja, aber man muss Christian Konrad kennen. Er war Raiffeisen-Generalanwalt und war immer ein Präzeptor, muss ich sagen, und spricht nicht für die Partei. Also, der ist ein Außenseiter, was die Partei betrifft. Und einer, der stark formuliert und der auch persönlich enttäuscht ist, weil man ihm sein Amt als Flüchtlingskoordinator nicht verlängert hat, wo er gute Arbeit geleistet hat. Ich möchte aber Frau Horatschuk, weil das ja eine Diskussion ist. Ich meine, ich habe die Wahlverluste nicht allein auf die Flüchtlingsfrage gestellt, sondern auf den Reformstau und die Regierungsunfähigkeit von bisherigen Parteienkonstellationen. Das hat nicht in Österreich angefangen, das hat in Holland angefangen, wo meine Schwesterpartei, die Christdemokraten, ins Nichts gewählt wurden, wo die Sozialdemokraten ins Nichts gewählt wurden. Das hat, Italien ist ja der radikalste Fall, weil in Italien regieren ja Linkspopulisten mit Rechtspopulisten. Wenn ich den Populismusbegriff also als deskriptiven Begriff für bestimmte Erscheinungsformen verwende. Also die Cinque Stelle, die Fünf Sterne, haben ja kein Programm, sondern Meinungsforschung, und das machen sie. Und zwar mit großem Erfolg. Und die Lega Nord, jetzt die Partei von Salvini, ist für ganz Italien eine Partei, die auch den Frust mit Berlusconi. Ich habe 10 Jahre Berlusconi erlebt. Nichts ist weitergegangen. Nichts ist weitergegangen. Also es ist der Reformstau, die Regierungsunfähigkeit, die Unfähigkeit, Probleme zu lösen. In Österreich ist seit dem Jahre 2006 bis jetzt ist der Finger der Venus lackiert worden. Aber sonst nichts. Wir haben eine Wirtschaftskrise nicht überstanden. Wir haben keine großen Koalition, aber wir haben keine Reformen zustande gebracht. Keine Reformen. Professor, ich denke, wir haben jetzt drei verschiedene Ebenen und ich würde bitten, das auseinanderzuhalten. Ja? Die eine Ebene ist das Bild, unsere Vorstellung, eine theoretische Vorstellung. Und die theoretische Vorstellung, die ich Ihnen gebracht habe, war eine wissenschaftliche Vorstellung. Und ich habe den Werner Müller zitiert, man könnte auch Karl Smart zitieren, ein ganz, ganz anerkannter Politologe. Es gibt 100 Politologen. Aber man muss sich auf einen Standpunkt stellen. Erkenntniswert relativ gering. Und das heißt, es ist zu sagen, wenn man Ideologie als Erkenntnisphänomen formuliert, dass man selbst ideologisch ist, das muss man zurückweisen. Die zweite Ebene sind die Gründe. Die Gründe sind sehr, sehr vielschichtig. Und über die Gründe dieser Bewegung, ja, oder dieser verschiedenen Bewegungen kann man jetzt sehr, sehr viel sagen. Ich habe so ein Modell von drei verschiedenen Ebenen, können wir skizziert. Und das Dritte, und das möchte ich jetzt bitte bitten zu lassen, ist, dem anderen eine Intentionalität zu unterstellen. Meine Analyse oder meine Warnung vom Populismus hat nichts mit einem Erklärungsversuch für Wahlniederlagen zu tun. Es ist richtig, ich gebe Ihnen recht, ja, dass es in manchen Kreisen ganz eigenartige Erklärungen gibt. Zum Beispiel die Erklärungen, die Frau Clinton macht,
für ihre Wahlniederlage gegenüber den Trump ist haarsträubend. Aber das ist jetzt wieder eine andere Ebene. Das heißt, wir können natürlich jetzt die Frage diskutieren, warum ist jetzt eine völlig neue Situation, es wird zum Beispiel unter der ersten schwarz-blauen Regierung, wie hat sich das ganze Umfeld verändert und was passiert hier jetzt, wenn zum Beispiel Kurz mit, oder keinen Widerstand gibt gegen Salvini, wenn über Orban gebuhlt wird. Und ob man das jetzt als Faschismus bezeichnen oder nicht, ich denke, wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen. Salvini ist eindeutig ein Rechtsradikaler. Also das kann man, das ist ein Rassist, schlimmer geht es gar nicht. Und dass man hier keine Grenze zieht, dass die österreichische Regierung nicht klare Worte findet, nämlich zur Verteidigung der Demokratie, und dass Teile der ÖVP, der politischen Elite der ÖVP, hier keine Reißleine ziehen, das ist besorgniserregend, unabhängig von den Inhalten. Die Inhalte dieser Regierung, die möchte ich gar nicht kritisieren. Da kann man manches gut finden und manches nicht schlimm. Aber es muss ja Leute geben in diesem Land, die ein inhaltliches Verständnis von Demokratie besitzen und die Warnungen aussprechen. Ungarn ist für mich inhaltlich keine Demokratie mehr. Aber es gibt keine kritischen Töne von dieser Regierung in Bezug auf die Transformation der politischen Landschaft in Ungarn. Und das ist besorgniserregend. Sind traditionelle konservative Parteien anfällig für diese Demagogie, diesen Nationalismus, wie das der Professor Oetsch sagt, Andreas Kohl? Ja, ich glaube eigentlich nicht. Wir haben also schon so viele Anfechtungen von links und von rechts überstanden. Es ist nicht Aufgabe einer Regierung, anderen Regierungen einen Prozess ihrer Absichten zu machen. Ich übersetze dabei das Wort der Franzosen, le procès d'intention. Sie qualifizieren Salvini und Orban von ihrem ideologischen Begriffen her. Ich muss als Politiker die Menschen nach ihren Fakten und nach den Handlungen, die sie setzen, undemokratisch zustande gekommen, glaube ich, kann man bei beiden Staaten nicht sagen, sonst wären sie vom Europarat ausgeschlossen worden, beziehungsweise suspendiert, beziehungsweise hätten sie umfangreiche Werteverfahren nach den Verträgen der Europäischen Union. Sie haben, Polen hat ein Werteverfahren und Ungarn, aber in Bezug auf die Gerichtsbarkeit, nicht in Bezug auf die Gesetzgebung. Und das, was mit den Gerichten dort passiert, halte ich für absolut unannehmbar. Und das wird auch von uns, sowohl von der ÖVP als auch von den Christdemokraten international gesagt, dass man also hier versucht, auch Vermittlungsvorschläge zu machen. Gibt es ja auch Angebote. Also kein Prozess der Absichten, was die vielleicht beabsichtigen könnten, sondern gut und alt und biblisch, an ihren Früchten sollte sie erkennen. Dort, wo sie Gesetze beschließen und Handlungen setzen, die den Grundsätzen einer Demokratie widersprechen, wobei das ein weites Land ist, wie wir wissen. Was im einen Land faschistische Strukturen sind, ist im anderen Land eine Präsidialdemokratie. Also da hängt von den Traditionen ab. Von den Traditionen und von den Praktiken ab. Also auch, es ist ja, wenn zwei das Gleiche tun, nicht immer dasselbe. Man wirft den Polen vor, dass dort die Regierung den Verfassungsgerichtshofpräsidenten jetzt ernennen kann. In Österreich wird der Verfassungsgerichtshofpräsident seit der Republik von der Regierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt. Ja, aber es ist eine formale Ähnlichkeit, aber groß, im Inhalt bedeutet es etwas anderes. Auch die Regierung schlägt vor und der Präsident ernannt wird auch nicht vom Parlament gewählt, wie das also die Kritiker vorgeben. Das heißt, man muss wirklich keinen Absichtsprozess machen, sondern man muss sehen, was sie tun. Das Gleiche gilt natürlich für die Italiener. Ich meine, das ist ja ein wirklich interessantes Experiment. Na gut, Registrieren von Roma, das ist ja etwas, was sie tun. Das lehnen wir absolut ab. Aber wo ist die rote Linie? Also wann? Die rote Linie ist, wenn sie Gesetze beschließen, die den Grundwerten der Europäischen Union und des Europarates widersprechen. Das ist der Punkt.
In Österreich haben wir eine Diskussion, wie sehr ist diese Regierungskoalition bestrebt, Sündenböcke zu finden für alle möglichen Probleme. Und da hat es einen Vorstoß gegeben vor ein paar Wochen in Niederösterreich. Der zuständige Landesrat hat einen Vorstoß gegen Schächten unternommen. Also das rituelle Schlachten, das für Speiseregeln gilt, für streng religiöse Juden und bei streng religiösen Moslems. Es sollte geschächtetes Fleisch in Niederösterreich nur an vorher registrierte Kunden abgegeben werden. Das war im Kern der Inhalt. Es hat eine große Aufregung gegeben, auch international, Schlagzeilen. International, die ÖVP hat Nein gesagt, es wird dazu nicht kommen. Aber der dahinterstehende Mechanismus ist typisch für populistische Politik, sagt die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Solche Kurzaufregungen oder längere Aufregungen kommen fast wöchentlich, wenn nicht öfters. Und wir kennen sie ja auch aus den USA von den Tweets von Trump. Die dienen meist dazu, ein bestimmtes Thema zum Köcheln zu bringen oder beim Köcheln zu erhalten. Im spezifischen Fall liegt ja das Gesetz über den 12-Stunden-Tag, die 60-Stunden-Woche, ganz knapp daneben. Aber die Aufregung über das Schächten und die Debatte, die ausgelöst wurde, vor allem über das Registrieren und Listen führen von orthodoxen Juden, die also so ein Fleisch kaufen, hat natürlich, und das war auch vorherzusehen, eine solche Empörung ausgelöst. Und damit strategisch andere Themen vom Tisch gewischt. Wie passt das konkrete Beispiel, Schächten zum Thema zu machen, zur Tatsache, dass die Freiheitlichen ja sich als große Kämpfer gegen den Antisemitismus jetzt positionieren? Ja, das ist ein Kernwiderspruch. Ich nenne das in meinem Buch kalkulierte Ambivalenz. Ja, man muss ja mehrere Wählerschichten gleichzeitig befriedigen, so auch gerade in Bezug auf Kürzungen oder von bestimmten Sozialleistungen beziehungsweise Verlängerung von Arbeitszeit. Und man lässt dadurch bestimmte Informationen aus, die mehrere Wählerschichten gleichzeitig befriedigen, aber die total widersprüchlich sind. Also auf der einen Seite haben wir die bekundete Freundschaft zur israelischen Regierung. Das ist eine rechte Regierung, auch eine nationalkonservative, oft auch populistische Regierung, die mit manchen Agenda durchaus übereinstimmt mit anderen solchen Regierungen und vor allem auch in der Muslimfeindlichkeit. Auf der anderen Seite wendet man sich gegen liberales Judentum, Beispiel Soros, und beides kann gleichzeitig passieren. Und genauso gleichzeitig können ganz traditionelle antisemitische Klischees bedient werden. Schächten, Riten und andere Stereotype liegen ja da nicht weit entfernt. Und die Meinung kundtun, dass man ein großer Freund dieser israelischen Regierung ist. Aber offensichtlich der ÖVP war das zu viel, die ÖVP hat das gestoppt. Gibt es da offensichtlich Grenzen auch bei solchen Koalitionen, die ja von populistischen Themen an die Macht gebracht wurden, wo dann eine konservative Partei sagt, also da kann ich nicht mit? Ja, ich denke, es gibt ab und zu diese sogenannten roten Linien, die sind aber nicht klar definiert. Die Grenze bezüglich der Registrierung und der Auflistung orthodoxer Juden ist ja auch nicht sofort gesetzt worden, sondern erst nachdem sich die Kultusgemeinde zu Wort gemeldet hat und auch andere und eben international das Aufsehen erregt hat. Und da kommt das Bezeugen der Freundschaft mit der israelischen Regierung hinein. Was aber nicht heißt, dass die rote Linie bei anderen rassistischen, antisemitischen, xenophoben Äußerungen so klar gezogen wurde. Das war die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Sie sagt eigentlich, diese Bösartigkeit, Zündenböcke suchen, ist intendiert.
Das ist das Ziel. Nina Horacek, sehen Sie das auch so? Ja, und ich würde es jetzt auch weiter drehen. Und wenn man sich anschaut, was wir für Diskussionen hatten in den vergangenen Wochen, das fängt an beim Kopftuchverbot für Kindergartenkinder. Wenn man dann im Bildungsministerium nachgefragt hat, wie viele Kinder gibt es oder wie viele Mädchen im konkreten Fall, die das betrifft, hat man sich das angesehen, hieß es nein, aber wir machen es mal. Dann gab es diese Schließung von Moscheen, wo ja 4 Minister um 8 Uhr in der Früh aufmarschiert sind, als wäre die Republik gerade gerettet worden und verkündet haben, wir haben euch gerettet, wir haben die Moscheen geschlossen. Danach hat sich herausgestellt, es gab da irgendwelche bürokratischen Fehler von Terror weit entfernt, aber man hat diese Botschaft geschickt. Dann gab es die sogenannte Moscheenroute, die plötzlich als neue gefährliche Flüchtlingsroute ventiliert wurde vom Innenministerium, wo ich auch immer mitschenkt, dass es Moscheen, die sind so gefährlich, die helfen den Flüchtlingen, die sind böse. Also es ist immer dieses antimuslimische Bild, das da ganz stark verwendet wird. Und das dahinter ist eine permanente Erregung. Also man gibt den Leuten das Gefühl, das ist alles gefährlich, da passiert so viel. Aber wir schützen euch, wir tun etwas. Das Gleiche sind auch so Sachen wie Tempo 140. Völlig unnötig, bringt niemandem was, der Umwelt am allerwenigsten, aber es zeigt so, endlich handeln, endlich der starke Mann, der setzt was durch. Und was in Wirklichkeit passiert, ist, dass nebenbei der Sozialstaat abgeräumt wird, still und leise. Und da kann man auch schon ganz klar sagen, es wird immer gesagt, die Ausländer, die FPÖ sagt ja auch, wir haben ein Ausländersparpaket geschnürt, wo ich mir auch denke, über dieses Wording könnte man auch mal diskutieren. Mehr Sündenberg-Wording gibt es ja nicht. Aber treffen wird es nicht alle, sondern die Armen. Und das sind nicht nur Ausländer. Andreas Kohl, Sündenbockpolitik als der Kern des neuen Türkisen. Also das glaube ich, also auch wieder genauso eine Figur wie Populismus. Man sucht sich das. Ich glaube, wo er wichtig ist bei Ruth Wodak, was sie zum Schächten sagt. Ich glaube, hier muss man die Kirche im Dorf lassen. Das Schächten ist österreichische Tradition nach erlaubt, weil wir eine Grundrechtstradition haben, dass die Freiheit der Religionsausübung über den anderen Grundrechten steht. Das heißt also, dass Tierschutz und ähnliche Dinge durch Religionsausübung beeinträchtigt werden kann. Das war ja im Übrigen eine Diskussion der Grünen vor allem gegen das Schächten. Und, aber es war schon warum, die FPÖ damals im Tierschutzgesetz, das haben Sie ja damals noch im Parlament mitverhandelt. Es war eine Diskussion, den Tierschutz haben vor allem die Grünen angezogen. Aber das Schächten war auch immer gegen die FPÖ. Und das Schächten ist etwas, das also auch von den Freiheitlichen damals schon bestritten wurde, nicht von der ÖVP im Hinblick Religionsübung. Und im Hintergrund aller dieser Maßnahmen jetzt steht, dass man festgestellt hat, dass in Österreich geschächtetes Fleisch exportiert wurde und dass man schächtete bzw. halal schlachtete über den Eigenbedarf hinaus, sondern damit Geschäfte machen wollte. Das wollte man im Sinne des Tierschutzes und im Sinne der Ausnahme eingrenzen. Also schächten und halal schlachten für den eigenen Gebrauch der Religion ja, nicht aber für den Export. Der Maurice Androsch als zuständiger Landesrat hat daraufhin einen Erlass entworfen, wie man das kontrollieren kann und hat darin die Registrierung vorgeschlagen. Das hat niemanden aufgeregt. Wie dann Waldhäusl, der zugegeben eine sehr problematische Figur auch für mich ist, der FPÖ-Landesrat, immer gewesen ist, ein beschriebenes Blatt seit vielen Jahrzehnten, wie der das aufgegriffen hat, ist der Sturm gekommen. Weil, wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht immer das Gleiche, was man dem Maurice Androsch, weil eben von einer guten Partei, vom Standpunkt der Kritiker aus gesehen, nachgesehen wurde, wird dem Waldhäusl von einer, vom Standpunkt der Kritiker aus, verdächtigen Partei nicht zugestanden. Aber ich glaube, dass das Ergebnis ein richtiges ist. Also registrieren ist eine weit überschießende Maßnahme. Es gibt auch andere Mittel, um den Export und damit die Geschäftemacherei mit geschächtetem und halal geschlachtetem Fleisch in den von den Gesetzen vorgesehenen Grenzen zu halten. Und das Ganze wurde im Sinne Erklärungsversuch
wir können gegen die Regierung nicht viel sagen, also müssen wir irgendwas finden, wird das hochgespielt. Naja, aber und es sind aber, es sind aber hochgespielt, wirklich? Nein, es ist nicht ein reales Problem. Es wurde, aber wenn es die wurde, Kultusgemeinde das so einen Medien das ist kein Thema, öffentlich macht, das nicht ist kein Thema, das wirklich die Massen bewegt. Das bewegt eine Religionsgesellschaft. Und es ist der Versuch, hier einzuschränken, sofort von der zuständigen Landeshauptfrau beendet worden. Und das jetzt als Sündenbock darzustellen, man sucht einen Sündenbock, halte ich für grob überschießend. Aber wissen Sie, die Regierungen, die sind ja alle abgewählt worden, weil sie keine Reformen gemacht haben. Und jetzt, wenn man was verändert, kommen die Strukturkonservativen, die ja so gegen jedes, was geschieht, ob das eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ob das dieses oder jenes ist, da kommen die Besitzstandswahrer auf der einen die Seite. Die sagen, so was Gescheites geschieht. Und das andere sind also die Reformverweigerer, die jede Veränderung, die ihrem eigenen Weltbild widerspricht, als etwas Furchtbares sehen, ist nichts anderes als Wehklagen über den Machtverlust. Walter Oetsch? Ich denke, für mich kommt jetzt die Differenz sehr, sehr klar zum Vorschein. Ja? Auf der einen Seite, und da würde ich mich zurechnen mit diesem Buch Populismus für Anfänger und auch das, was ich von Ruth Wodak gehört habe, ist der Versuch, ein Modell zu entwickeln, um die qualitative Differenz dieser Richtungen fassbar zu machen. Ruth Wodak ist Linguistin und ihr Ansatz ist, dass sie die Sprache ernst nimmt. Sprache ist für sie kein Gerede, sondern sie schließt auf die Sprache dann mit wissenschaftlichen Mitteln auf Vorstellungen von Liberalität, auf Taktiken, auf Stereotype, auf Denkstrukturen. Und das meine ich mit Ideologie, auf Denkstrukturen. Und sie sagt, diese Denkstrukturen sind das Problem. Und ich würde sagen, wenn man das nicht macht, wenn man sich weigert, auf diese Ebene der Betrachtung zu gehen, dann versteht man den Vorgang nicht. Und wir reden dann die ganze Zeit über hunderte Einzelfälle, immer ein Einzelfall, aber wir können kein Gesamtbild entwerfen. Wir können kein Gesamtbild entwerfen, zum Beispiel, in welcher Weise sich der Diskurs verändert, dass dieses Land gespalten wird, dass Gruppen abgewertet werden, dass ein Prozess der Dehumanisierung oder in sozialpsychologischen Gründen würde man sagen Depersonifikation zum Beispiel über Flüchtlinge passiert, dass diese Sündenbockpolitik, dass dieses Verschwörungsdenken zum Beispiel bei den Rechtspopulisten, ein Verschwörungsdenken, ja, nicht etwas ist, was denen hinzukommt, sondern die Geschäftsgrundlage ist. Orban hat jetzt gerade ein Gesetz formuliert, er nennt das Anti-Soros-Gesetz. Da wird sozusagen der Gestaltungsraum von NGOs beschrieben. Wie können wir das in Zusammenhang bringen mit den Aussagen von Salvini? Wie können wir das in Zusammenhang bringen, dass Trump Kinder in Käfigen hält? Es ist ein Prozess der Dehumanisierung und das kann in einem einfachen Bild bewältigt werden. Wenn man jetzt aus taktischen Gründen, wenn man aus Gründen, dass man unbedingt an der Regierung festhalten will, das ist eine ganz andere Ebene, ich rede nicht parteipolitisch, dann versteht man dieses Bild nicht. Man versteht nicht, dass eine große Schicht von Intellektuellen, und ich könnte jetzt dutzende Beispiele anfangen, Kohlmeier und Gauss und so weiter, lauter wirklich gescheite Leute in diesem Land, unabhängig von ihren Standpunkten, dass die alle über diesen Prozess besorgt sind. Und wir können, und ich glaube, das ist das Entscheidende, ein Gesamtbild zu finden und diesen Prozess zu verstehen und sich nicht auf einzelne Dinge zu sagen und zu sagen, es geht immer nur darum, ob Pro- oder Kontra-Regierung. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist kein parteipolitischer. Zum Thema Dehumanisierung der Politik hat der Salzburger, hat in Salzburg bei den Festspielen der Historiker Philipp Blom eine bemerkenswerte Eröffnungsrede gehalten. Das Thema war die Aufklärung und Blom diagnostiziert einen zunehmenden Rückzug in unseren Gesellschaften auf Grenzen, die plötzliche Umdeutung von Mauern und Stacheldraht ist plötzlich was Gutes, etwas Positives. Er spricht davon, dass ein breiter Angriff auf die Errungenschaften der Aufklärung und auf die Errungenschaften der liberalen Demokratie läuft. Hören wir einen kurzen
Redeausschnitt von Philipp Blom. Angesichts der Politik von Angst und Hass, die auch in Europa sich immer weiter ausbreitet, ist es an der Zeit zu begreifen, dass neben der Erderwärmung noch ein weiterer Klimawandel stattfindet. Ein Wandel derjenigen zivilisierten und oft ungeschriebenen Regeln und Haltungen, durch die Demokratie erst möglich wird. Eine liberale Demokratie ist eine sehr junge und zerbrechliche Regierungsform, ein historisches Experiment mit offenem Ausgang. Demokratie in unserem Sinn gibt es auch in vielen Ländern Europas, erstmals seit wenigen Jahrzehnten. Und in mehreren Ländern ist sie längst funktional ausgehöhlt. Sie ist kein Naturzustand. Sie läuft immer Gefahr, selbst zur Kulisse zu verkommen, zum Legitimisierungstheater für Autokraten. Demokratie kann die Voraussetzungen, die sie braucht, um zu bestehen, nicht selbst schaffen. Sie ist nicht nur auf starke Institutionen angewiesen, sondern auch auf weniger klar definierbare Voraussetzungen, auf ein gewisses Grundverständnis, eine Art von Anständigkeit, Selbstkontrolle, Respekt im Umgang mit anderen, Respekt vor Fakten. Wenn diese Voraussetzungen nicht mehr bestehen, muss auch die Demokratie irgendwann zusammenbrechen. Das macht es so gefährlich, dass wir in ängstlichen Gesellschaften leben. Ängstliche Menschen denken anders, nehmen die Welt anders wahr als zuversichtliche. Jene, deren Beruf und Strategie es ist, Wählerinnen und Konsumenten zu manipulieren, wissen, wer Ängste kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen selbst. So verschiebt sich das Meinungsklima fast unversehens weg von Ideen wie Menschenrechten und Freiheit und hin zu Identität und Sicherheit in einer feindlichen Welt und damit von der Diskussion zur Konfrontation. Das war der Historiker Philipp Blom bei seiner Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele. Angst als das Instrument der Herrschaft, ist das die Antwort auf die Reformblockade, alles Mögliche, das Sie angeführt haben? Naja, ich finde beim Blom nicht nur die Frage der Angst, über die wir ja schon geredet haben, sehr interessant und richtig, sondern vor allem die Hasspolitik. Also der Hass als Gegenstand der Politik von rechtsradikalen Gruppen, aber auch von linksradikalen Gruppen. Na, dann lesen Sie den Artikel von Professor Klaus Schröder, eine ganze Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern. Eine ganze Seite, der die linke Szene, die in Hamburg beim G7-Treffen sich manifestiert hat, analysiert. Der Spruch, unseren Hass, den könnt ihr haben, ist ja ein Spruch aus der linken Szene. Und der, also es gibt Hasspolitik auf der rechten Seite, Hass gegen Migranten, Hass gegen Asylanten, Hass gegen Minderheiten. Und es gibt natürlich, und Herr Schröder nennt das den sozialen Hass, den Hass, der von der linken Seite kommt. Gegen beides muss man glaubwürdig auftreten. Und dem Herrn Oetsch wollte ich noch sagen, es ist halt sehr, sehr problematisch, aus Denkfiguren einen Prozess zu machen, an dem man Menschen misst und auch ihre Rechte sieht. Ich bin bekanntermaßen kein Rechter. Und ich lehne also das Gedankengut, das die Identitären vertreten, ab. Aber es liegt im Spektrum der demokratischen Meinungsfreiheit, der von der Grundrechtscharta der Europäischen Union und von der Menschenrechtskonvention geschützt wird. Und wenn man jetzt Menschen, die sich im Rahmen dieses Prozesses bewegen, anhand ihres Denkens vorwirft, was sie verfolgen, dann ist es ein wertender Standpunkt. Ja, ich lehne das auch ab. Aber ich sage nicht, dass das ein wissenschaftlicher Prozess ist, sondern ein politisches Urteil. Und das, was ich also, auch Frau Wodak, begibt sich weit von der Sprachwissenschaft weg in ihrer Äußerung und betritt das Feld der politischen Auseinandersetzung, wo your argument is as good as mine, wo also Argument und Argument sich widersprechen. Und der Werturteilsrichter in der Demokratie
ist der Wähler. Und der Wähler hat überall schon gesprochen. Ich wollte noch auf diese Ängste zurückkommen, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt sehr viele Gründe, in dieser Welt Angst zu haben. Also es gibt sehr viele plausible Gründe, dass man sich fürchtet, sei es der Klimawandel, sei es auch das Jahr 2008 mit der Wirtschaftskrise, das uns gezeigt hat, wie fragil unsere Strukturen eigentlich sind, das, was wir aufgebaut haben, sagen nicht für die Ewigkeit ist, sei es die Ungerechtigkeit auf der Welt, die ja auch dazu führt, dass Menschen flüchten, dass Menschen zu uns nach Europa kommen wollen. Die Frage ist, und das ist eine entscheidende Frage, finde ich, der Politik, wie geht man mit diesen Ängsten um? Ich finde, eine seriöse Politik versucht zu erklären, Ängste zu nehmen, zu erklären, was gemacht wird. Eine populistische Politik gibt den Leuten das Gefühl, ja, ihr habt Angst, aber wenn ihr wissen würdet, wie schlimm es wirklich wird, müsstet ihr noch viel, viel mehr haben. Das heißt, es verstärkt diese Ängste. Ist das nicht ein Spezifikum auch der Situation jetzt in Österreich, dass ins Zentrum gestellt werden Probleme, die in dem Ausmaß nicht existieren? Also Flüchtlinge ist völlig unter Kontrolle und es wird davon gesprochen, ja, dass wir... Aber da sagen die Leute, die Angst haben, sagen, sie sind unter Kontrolle, weil die Regierung endlich die Balkanroute geschlossen hat, die ganzen Pull-Effekte abschafft. Ich glaube, jetzt nicht an, und also deswegen sind die... Ich finde, wir sollten erstens mal mehr diese reden kleineren, über die Push-Effekte diese und kleineren, über die Pull-Effekte. Diese kleineren Ziffern werden von jenen, die Angst haben, ja, als Bestätigung gesehen, dass jetzt die richtige aber damit, Politik gemacht wird. Aber wir reden ja nur wird. Über die damit, Angst. Das ist der Punkt. Ja, aber damit wird um Macht gekämpft. Schauen wir uns Ungarn an. Es gibt überhaupt keine Moslems, es gibt keine Einwanderer und wir haben einen Regierungschef, der eine Kampagne führt und gegen eine Soros-Initiative, die es auch nicht gibt, und das ist sehr erfolgreich. Es geht um Macht und um Macht auszuüben und um Zeit, Macht auszuüben, wir wird eine ja Scheinwelt nicht, wir müssen doch nicht oder? Nach Ungarn schauen, es reicht doch. Also ich fand ja diese Inszenierung, diese Operation Puma an der Grenze sehr bezeichnend. Weil keine Flüchtlinge da sind, stellt man dann Polizeischüler als gefährliche Flüchtlinge hin, inszeniert das riesig, da hat man in einer halben Stunde 200.000 Euro verbrannt. Damit könnte man zum Beispiel die Familienberatungsstellen, die jetzt total eingespart werden, die hätten sich gefreut über die Geld. Also aber man hatte Angst wird künstliche geschürt. Angst, die dann medial riesig transportiert wird und die, sagen, die Losung war, da kommen die Wilden, das waren halt Polizeischüler, aber unser toller, starker Innenminister mit seinen Pferden, der schützt uns. Na, der Hintergrund war ganz ein anderer. Sowohl ja, am Brenner wie auch an der Südgrenze waren die Adressaten dieser Übungen nicht die Flüchtlinge und die Migranten, sondern Slowenien und Italien. Denen hat man signalisiert, wenn ihr eure Grenzen aufmacht und nicht ordentlich kontrolliert, bei uns wird kontrolliert und die Leute bleiben bei euch. Das heißt, dass unsere neue Politik ist, dass wir unsere Nachbarstaaten quasi mit irgendwelchen Theaterstücken einschüchtern? Das ist oder? Kein Theaterstück gewesen, das war ein sogenanntes politisches Signal, das außerordentlich wirksam war, weil die Italiener nach wie vor stark kontrollieren und auch die Slowenen ihre Grenzpolizei intakt. Walter Oetsch. Mein Ansatz ist nicht ein Verurteilender. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Ich verurteile nicht. Mein Ansatz ist ein Verstehender. Ich bin Kulturhistoriker und als Kulturhistoriker versucht man immer, die Dinge, die einem sehr eigenartig vorkommen, mit denen man sich vielleicht nicht identifiziert, zu verstehen. Alles das heißt, verstehen heißt alles verzeihen. Nein. Tu comprendre, c'est tu pardonner. Verstehen heißt nicht billigen. Verstehen heißt verstehen und im Verstehen ist der Anspruch, das ist in den Kulturwissenschaften so, im Verstehen ist der Anspruch, dass wir dann eine höhere Art von Erklärung besitzen. Und in diesem Verstehen ist ganz klar, ich mache eine aktive Politik der Angst. Das hat auch überhaupt nichts mit den Anlässen zu tun. Ob es Flüchtlinge gibt oder ob es keine Flüchtlinge gibt, ist egal. Ich kann so Inszenierungen machen wie Kaczynski, den Flugzeugabsturz, dass ich sage, es ist eine Verschwörung von Russland, oder ich kann eine Inszenierung machen à la Orban oder eine Inszenierung machen à la Salvini, gegen die Roma. Ob das jetzt wirkliche Bedrohungen sind oder nicht Bedrohungen sind, ist, es ist genau diese Art des Denkens und das ist das Gefährliche. Und zum Faschismusvorwurf, das hängt jetzt davon ab, wie man Faschismus definiert. Wir haben in unserem Buch keine
diesbezügliche Aussage getroffen. Wir haben zwei Definitionen gegeben. Wir haben die alte Definition gegeben von Umberto Eco. Wenn man das ist eine sehr enge Definition, wenn man das nimmt, natürlich kann ich sagen, Umberto Eco ist kein Politologe, dann wird man sagen, dieser Rechtspopulismus ist Faschismus, aber das ist nicht mein Argument. Mein Argument ist nicht zu sagen, es drohen Situationen wie in den 30er Jahren. Das ist absurd. Es gibt keine SA, es gibt keine SS, es gibt keine planmäßige Ermordung politischer Gegner. Das droht nicht. Was droht, und ich denke, das hat ja das, die Einspielung von Philipp Blom gezogen, es droht der Übergang von einer doch in einer gewissen Weise liberalen Demokratie zu einer autoritären Demokratie. Und das, autoritäre Demokratie ist eine Contradiction ad jectu. Ja, aber das ist genau das, was Demokratie. Orban macht. Schauen Sie, Orban will das. Demokratie oder Menschenrechte. Demokratie ohne Menschenrechte gibt es nicht. Das wird ja in Frage gestellt. Die FPÖ wird die europäischen Menschenrechte abschaffen. Mein Bild von Ungarn ist folgendes. Eine lebendige Demokratie braucht sowas wie countervailing powers. Sie braucht verschiedene Machtpositionen, die sich in einer gewissen Weise im Balance halten. Sie braucht unabhängige Medien, sie braucht Verfassungsgericht, Zentralbank und so weiter. Man könnte jetzt eine Landschaft entwickeln, was sind die 20 wichtigsten unabhängigen Institutionen. In Ungarn sind alle fest in Parteihand. Es ist keine de facto Demokratie mehr. Natürlich, verfassungsrechtlich kann das in Ordnung sein, das kann ich nicht beurteilen. Und das ist die Gefährdung. Die Gefährdung ist nicht Faschismus. Die Gefährdung ist eine autoritäre Demokratie, eine illiberative Demokratie, wie der Orban das nennt. Und gegen das müssen wir uns wehren. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 2. August 2018. Ich bedanke mich hier im Studio bei Nina Horacek, bei Andreas Kohl und Walter Oetsch. Und ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche wesentliche Debatten über Österreich, aus Österreich, über Europa und darüber hinaus. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, können Sie ein Abonnement auch online bestellen über die Homepage www.falter.at/abo. Dieser Podcast ist ja gratis. Für Samstag bereiten wir Ausschnitte aus einer spannenden Diskussion im Rahmen der Salzburger Festspiele vor mit der Journalistin Barbara Kudenhoff-Kalergi und dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer über das Todesröcheln der Monarchie und mögliche Lehren für heute. Die Technik hat die Harry List über. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.